Um jetzt die Phosphorsäure herzustellen, bedarf es nur noch Wasser. Das Phosphoroxid soll jetzt mit eingespritztem Wasser reagieren und als Ergebnis sollte sich eine Säure bilden. Das überschüssige Phosphoroxid ziehen wir über den Abzug ab und mit Universalindikatorpapier weisen wir die Säure gleich nach. Wir untersuchen jetzt unsere Lösung auf den sauren Charakter und ihr seht, Säuren röten, Basen bläuen, die Rotfärbung des Universalindikatorpapiers weist die Säure nach.